Willkommen, Freunde. Das Fliegen mit dem Gleitschirm scheint eine interessante und im Vergleich zu anderen Extremsportarten nicht so gefährliche Beschäftigung zu sein. Aber die Geschichte einer Gleitschirmpilotin wurde in der ganzen Welt bekannt. Sie flog nicht nur fast in das Epizentrum eines Sturms, sondern wäre fast in Gewitter und Hagel umgekommen. Zum Glück hat sie überlebt, aber sie erinnert sich an fast nichts mehr. Schauen wir, was damals passierte. Ewa Wiśniewska ist eine bekannte Gleitschirmpilotin, mehrfache Siegerin bei Wettbewerben. Die Sportlerin startete für Deutschland, obwohl sie aus Polen stammt. Aber sie ist nicht nur als eine der Besten ihres Fachs bekannt, sondern auch als Frau, die großes Glück hatte. Und dies aufgrund eines Vorfalls, der sich 2007 ereignete, als sie 35 Jahre alt war. Sie und 199 Sportler nahmen an planmäßigen Trainingsflügen teil. Zugleich bereitete sich die Frau auf die Weltmeisterschaft im Gleitschirmfliegen vor, die bald stattfinden sollte. Die Trainingsflüge waren im Februar und alle Teilnehmer wurden vorher gewarnt, dass eine gewisse Gefahr besteht und sie Gewitterwolken ausweichen sollten. Nur auf sich allein verlassen darf man sich in diesem Sport nicht. Alles lief zunächst normal. Nichts deutete auf ein Unglück hin. Ewa geriet aber in eine dieser Wolken und kam darin fast um. Der Gleitschirm hob sie durch das Unwetter auf eine enorme Höhe, so hoch wie der Mount Everest. Die Bedingungen waren lebensfeindlich. Die Temperatur sank auf unter minus 40 Grad. Es herrschte Sauerstoffmangel. Durch den schnellen Auftrieb und den Sauerstoffmangel in einer Höhe von 9.947 Metern verlor Ewa für ungefähr eine Stunde das Bewusstsein. Auf dieser Höhe fliegen Passagierflugzeuge, aber alle Insassen sind vor den harten Witterungsbedingungen geschützt. Die Gleitschirmpilotin kam wieder zu sich und wollte den Schirm an der Wolke vorbeilenken, aber das gelang ihr nicht. Mit einer Geschwindigkeit von 20 Metern pro Sekunde wurde die Frau in die Gewitterwolke hineingezogen. Sie verlor erneut das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kam, schaute sie auf die Geräte, die anzeigten, dass sie etwas gesunken war und sich auf 6.900 Metern Höhe befand. Sie hatte keine Bremsleinen in der Hand. Der gesamte Körper war unterkühlt und sie konnte die Hände nicht bewegen. Die Handschuhe waren eisbedeckt. Sie konnte den Gleitschirm nicht steuern und dieser flog von selbst in eine unbekannte Richtung. Nach den Worten der Sportlerin war die Gewitterwolke, in die sie hineingeraten war, außerordentlich groß. Sie wusste nicht, mit welchen Worten man diese Naturkraft beschreiben konnte. Sie fühlte sich wie ein Blatt im starken Wind. Sie wurde geschüttelt und hin und her geworfen. Dann trat tiefste Dunkelheit ein und Ewa verlor wieder das Bewusstsein. Um sie herum donnerte es und zuckten Blitze. Dann begann es zu hageln. Die Hagelkörner waren etwa 15 mm groß. Sie trafen direkt auf Ewa, wovon sie am ganzen Körper blaue Flecken davon trug. Sie konnte nichts tun und nur hoffen, dass ihr Schirm durch eine Böe in eine ungefährliche Richtung getrieben wird. Durch eine Fügung des Schicksals wurde sie von der Gewitterwolke weggetrieben. Die Höhe nahm beständig ab und die Sportlerin landete 60 km vom Startplatz entfernt. Es ist außerdem sehr erstaunlich, dass der Gleitschirm nicht beschädigt wurde und sie die ganze Zeit trug. Die Frau landete, vollständig mit Eis bedeckt. Ihre Ohren wären fast abgefroren. Sie hatte ernsthafte Erfrierungen am ganzen Körper. Nach den Worten von Fachleuten konnte Ewa nur überleben, weil sie das Bewusstsein verloren hatte. Das Herz und der gesamte Organismus arbeiteten langsamer, was ihr das Leben gerettet hat. Das war's für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm ein Like, schreibt Kommentare und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.